Ja, von den Neger haben wir Angst gehabt, wenn die in den Keller runtergekommen sind. Da haben sie nichts gesehen, wie bloß das Weiße von der Acher. Und mit dem Gewehr sind sie runter und haben geguckt, ob Soldaten im Keller sind. Da haben wir also wirklich sehr Angst gehabt. Wir haben wirklich auch gedacht, wir werden erschossen. Die letzten Kriegstage in Hohenlohe, 1945. Kindersoldaten. Als letztes Aufgebot des untergegangenen NS-Regimes. Die US-Armee rückt vor. Da höre ich noch die Hii. Und dann die Maschinengewehr, wie die noch auf die flüchtende Menschen geschossen haben. Das vergesse ich sie nicht. Sie haben uns auch alles kaputt gemacht. Also dass man sagen kann, es waren unsere Freunde oder unsere Befreier, ja von was Befreier? Im April 1945 überqueren amerikanische Soldaten die Orn, den Kocher, die Jagst. Ihr Ziel? Das Land vom Nationalsozialismus zu befreien. Diese Bilder wirken heute wie ein Spielfilm. Aber sie dokumentieren bitteren Ernst. Haben 60 Jahre den Blick auf damals verändert? Wie erlebten Augenzeugen aus Hohenlohe den Einmarsch? Wie haben sie die Amerikaner damals wahrgenommen? Als Befreier, als Freunde, als Feinde? Die Amerikaner ziehen nordwestlich von Heilbronn nach Hohenlohe. Ihr Einmarsch zwischen Möckmühl und Crailsheim dauert 2,5 Wochen. Militärisch ist die Lage für die deutsche Wehrmacht längst aussichtslos. Aber Soldaten, die vor der amerikanischen Übermacht aufgeben, werden von deutschen Standgerichten und der SS erschossen. Möckmühl an der Jagst. Durch diese Straße kommt die US-Armee am 5. April 1945. Möckmühl wird kampflos übergeben. Der Bürgermeister überredet, die eigene Wehrmacht abzuziehen. Gekämpft wird nur auf der anderen Flussseite. Die Jagstbrücke ist gesprengt. Und dann haben die Leute rübergerufen, sie haben Verwundete, sie brauchen einen Arzt, sie brauchen Medizin. Und dann ist der Arzt, unser Stadtarzt, Dr. Leible, das war so ein bisschen ein Witzbold, der Doktor, also ein couragierter Mensch. Wir sind dann gegangen zum Kommandant im Städtle von den Amerikanern und erinnere ich, das war der Witz des Tages, ging rein und sagte, Heil Hitler, Kameraden, können ja nicht einmal eine Stunde das Feuer einstellen, wir müssen unsere Leute da drüben über der Jagd versorgen. Und der Kommandant hat gelacht und hat das bewilligt. Und dann sind wir über die Brücke rüber und haben drüben die Leute verbunden und Spritze gegeben und was wir gehabt haben. Und nach einer Stunde ging es wirklich wieder los, da sind wir wieder rüber. Also das habe ich sehr, sehr hoch geschätzt. Hat sich das Bild dann dahingehend verändert, dass die Amerikaner mit der Zeit die guten Feinde wurden? Nee, das sind sie bis heute noch nicht. Also das sind sie bis heute noch nicht. Amerikaner war immer unser Feind. Also natürlich ging es nachher, hat man gesagt, die haben uns geholfen und die Brücke nach Berlin und das alles. Natürlich, aber sie haben uns auch alles kaputt gemacht.
Nach 4 Tagen und Nächten Beschuss, Erstürmung und Häuserkampf stehen die Amerikaner am Montagnachmittag, dem 16. April, im fast völlig zerstörten Waldenburg. Der Amerikaner George Finlay ist nach dem Krieg in Schwäbisch Hall als Soldat stationiert. Im Tonstudio bespricht er Filmmaterial, das die amerikanischen Militärs in Hohenlohe gedreht haben und das er in Archiven in den USA findet. Die Filme von der 63. Division dokumentieren den Einmarsch. Das Museum erhält eine von ihm kommentierte Version. Kulturelle Wurzeln über 700 Jahre zurückreichen, in Schutt und Asche gelegt. Und Waldenburg war. Für uns sucht George Finlay weiteres bisher unveröffentlichtes Filmmaterial über Hohenlohe in Washington. Beklemmende Zeugnisse von den letzten 4 Wochen des Zweiten Weltkriegs in Württemberg. Finlays Blick auf das Kriegsende ist im Museum in Schwäbisch Hall zu sehen. Die Dokumentarfilme in der Hubschrauberkanzel sind für ihn eher Erinnerung als Propaganda. In vielen Städten gab es keinen Widerstand mehr. Sicherlich, die Zeit ist festgehalten. Das heißt, Zerstörung von Gebäuden, die Kriegsgeräte, die Panzer, die Soldaten, wie die waren mit ihren Uniformen, ganz ist 100% echt. Aber manchmal man sieht was, das ist ein bisschen nachgestellt vielleicht. Man muss die Filme mit dem kritischen Auge anschauen und auch mit Zeitzeugen sprechen. Aber ich meine, die meiste, was wir sehen, ist tatsächlich echt. Nach Auflösung der Dolan Barracks 1993 in Schwäbisch Hall richtet Finlay eine Erinnerungsecke über die Nachkriegszeit seiner Einheit ein. Die amerikanischen Filme über Hohenlohe werden wir Augenzeugen vorführen, die den Einmarsch erlebt haben. Auch wenn Erinnerungen nach 60 Jahren verblassen oder ungenau werden. Was Zeitzeugen auch noch nach Jahrzehnten im Regelfall sehr gut können, ist eine Stimmung, ist Atmosphärisches, ist auch zum Beispiel zu beurteilen, der war Nazi, der war dagegen, das war ein Fanatiker. Das war nicht. Also diese Dinge sind nach meiner Erfahrung plausibel, die sind auch noch brauchbar. Was ganz, ganz schwierig ist, ist zu sagen, kamen die Amis von links, kamen sie von rechts. Waldenburg heute. Am 13. April 1945 4 Tage lang tragisches Opfer eines Missverständnisses. Ein letztes deutsches Aufgebot befolgt sinnlose Durchhalteparolen. Die Amerikaner vermuten eine berüchtigte SS-Division und zerstören den Bergort völlig. Ist doch furchtbar, wenn alles, was man sich ins Leben erschafft hat und dann wird es da in kurzer Zeit ausgelöscht. Und auch die Tiere, wo umkommen müssen. Ja. Bei uns man hat ja nichts rausholen können. Die Kühe sind verbrannt, die Schweine haben verbrennen müssen, die Hühner. Man konnte nicht ran. Man konnte auch nicht löschen, war keine Möglichkeit, weil laufender Beschuss war. Denn ihr Haus brennt hat.
Das sind ganze heikel und brennende heikel über dieser drüber. Noch habe ich zu dem Soldat, der da gestanden mit dem Gewehr. Und dann habe ich gesagt, will der noch nicht aufhören? Ist nicht schon genug kaputt gegangen? Dann hat er gesagt, ich soll ruhig sein, sonst wird er verschossen. Wussten Sie, warum Waldenburg angegriffen wurde? Na, wir haben nichts gewusst, nein, gar nichts. Nein. Aus heiterem Himmel sind die ersten Granaten gekommen. Aus heiterem Himmel hat kein Mensch etwas gewusst. Ja. Nicht einmal auf dem Rathaus, aber man hat nichts gewusst, gar nichts. Waren denn deutsche Soldaten hier? Ja, immer wieder, ja, die sind durch. Die sind durchgegangen, ja, sind ja so viel durch. Auf dem Rückzug sind weitergegangen. Die haben ja nicht einmal mehr gescheite Schuhe angehört. Und ihre Habseligkeit, den sie mit so einem kleinen Kerl hinten nachzogen. Ach, Gott im Himmel. Die Wehrmacht kapituliert eher als die fanatischen SS-Einheiten. Im April 1945 ist kaum noch ein Ort bereit, den letzten Verteidigungsbefehlen des untergehenden Dritten Reiches freiwillig zu gehorchen. Die deutschen Truppen bestehen nur mehr aus versprengten Haufen. Ich denke, das war für die Bevölkerung, für das Bewusstsein der Niederlage ganz, ganz wichtig. Zunächst ein Rückzug dieser zerlumpten, völlig unzureichend erschöpften, kaputten deutschen Truppen oder Reste der deutschen Truppen. Und danach die Amerikaner mit ihrem modernen Park, quasi diese tollen Panzer, Jeeps, Lastwagen, gut ausgestattet, gut versorgt. Die Deutschen haben ja in den Dörfern immer noch Nahrungsmittel geschnorrt oder erbeten. Teilweise haben ja die Dorfbewohner gegen Versorgung erreicht, dass die Wehrmachtseinheiten sich ohne Kampf zurückgezogen haben. Ich glaube, man kann sich dieses nicht drastisch genug vorstellen. Plötzlich ist für die Menschen auf dem Land der Krieg mitten im Ort. Jahrelang heißt Krieg für sie nur Radiomeldungen über deutsche Erfolge und Zimmer verdunkeln. Viel mehr wissen sie nicht. Das, was halt in der Nachricht gekommen ist, das waren die Sondermeldungen, wie weit, was sie jetzt erobert sind, wie weit die Front wieder weiter von uns wegging. Und ja, wir haben halt gedacht, Deutschland ist im Recht. So wurde das dargestellt. Das haben Sie auch so geglaubt? Hat natürlich, hätten wir was anderes glauben sollen. Woher hätten wir was anderes erfahren sollen? Wir hatten ja keine Demokratie, es war Diktatur und da kam alles von einer Regierung. Und ich meine, da hat es sicher Leute gegeben, die das anders mitbekommen haben, aber das war nicht das Volk. Das breite Volk begeistert sich zumeist für die autoritären Parolen der NS, zumindest in der Stadt. Auf dem Land ist jeder mit seinem Alltag beschäftigt. Was haben Sie damals gedacht, als es begann? Nun, ich bin ja nun groß geworden als Jungmädel und hatte damals eine Spielschar. Ich war also nicht politisch tätig, sondern ich konnte meinem Hobby frönen mit Puppenspielen und Laienspiel. Aber wir waren ja immer eingebettet in etwas. Es war immer ein Zwang da. Es gab wieder Brot, es gab zu arbeiten, wir hatten Urlaub, wir Mädchen, du musstest nicht nur Dienstmädel oder Magd werden, wir durften einen Beruf lernen. Ich habe es schöner gefunden wie vor 33. Ich wollte mal sagen, es war halt eine ganz arme Zeit. Und durch das ist der Hitler ja an die Macht gekommen. Es war im Jahr 7 oder 8 Millionen Arbeitslose gehabt damals. Und jeder war froh. Aber andere Arbeitslose. Ja, wo er wieder Arbeit gehabt hat. Und Väter.
Und was wir als Kinder erlebt haben, ich meine, ich war bei der Jungmädel, ich war im BDM, ich war im Reichsarbeitsdienst, da kann ich nur sagen, das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Die möchte ich nicht missen. In 12 Jahren Nationalsozialismus haben Frauen keinen politischen Einfluss. Erst als die Männer alle im Krieg sind, versuchen Frauen zu retten, was noch zu retten ist. Die Frauen haben eine sehr, sehr interessante Rolle gespielt, von der wir wenig wissen, weil man nach 1945 darüber nicht geredet hat. Männer, die teilweise unter Einsatz des eigenen Lebens ihren Ort übergeben haben, sind in allen Ortschroniken immer namentlich erwähnt. Frauen wusste man teilweise schon 2-3 Jahre danach nicht mehr den Namen. Da wurde nur berichtet, Frauen haben. Frauen haben im Regelfall versucht, Kämpfe zu vermeiden. Panzersperren beiseite geräumt. Eine ganz nette Geschichte aus der Hohenloher Gegend, dass die Männer die Frauen vorgeschickt haben, aus zweierlei Gründen. Zum einen war ja eigentlich verboten zu übergeben. Dann sagte man, naja, wenn es eine Frau ist, sind die Nazis da nicht so streng. Und sie dann auch hofften, dass die Amerikaner großzügiger sind, wenn ihnen Frauen entgegenkommen, als wenn ihnen Männer entgegenkommen. Der Kocher heute. Angst und Schrecken unter der Zivilbevölkerung verbreiten damals nicht die Amerikaner, sondern SS und die Wehrmacht. Die eigenen Leute sprengen auch die Brücken vor der US-Armee aufgrund Hitlers Zerstörungsbefehl. Die Bevölkerung selbst will einer verlorenen Sache nicht auch noch die Heimat opfern. Kapitulation und Übergabe an die Amerikaner heißt in der Regel, der Ort ist gerettet. Der kleine Ort Geiselhardt. Warum nur ziehen sie durch Geiselhardt? Damals ein belangloses Bauerndorf. Doch die US-Armee benutzt die vorhandenen Straßen. Versprengte deutsche Soldaten schießen vom Dorffriedhof heraus. Die Panzer antworten. Es brennt schön und die beiden hohen Kamine, das war unser Haus. Und das, was jetzt brennt hier, das ist die Scheune vom Nachbar von uns gegenüber. Das hat als erstes gebrannt. Und hier war die Panzersperre. Und hier steht jetzt unser Haus links. Jetzt kommt die Fahne. Ein Bild, das im Kino um die Welt geht. Ein Mann namens Schmidt aus dem Pfarrhaus übergibt Geiselhardt. An den Ablauf des 17. April hat Elsa Nägele nur noch wenig Erinnerung. Es war so viel, dass, ich weiß nicht, dass im Moment war einem gar nicht bewusst, was jetzt alles auf einen zukommt. Es war dann Abend und wir mussten erst sehen, wo können wir überhaupt die Nacht verbringen und wo haben wir was zu essen, wo haben wir eine Kochstelle. Es war schon sehr schlimm. Wir waren halt geprägt, es sind Feinde, also wir hatten schon eine gewisse Angst. Wir haben aber festgestellt, dass die freundlich gegrüßt haben auf ihrem Fahrzeug und also wir selber hatten keine schlechte Erinnerung. Sie waren natürlich Feinde, indem sie das Land besetzt haben.
indem sie jeden Widerstand ganz richtigerweise gebrochen haben und dabei natürlich auch nicht jetzt schonend vorgingen, sondern einfach reingehalten haben, damit es aufhörte. Sie waren keine Feinde, indem es eigentlich kaum oder nicht Übergriffe auf die sich ergebende Zivilbevölkerung gab. Es gab keine Vergewaltigungen, es gab wenig Diebstähle. Dass natürlich da irgendwann, wo es dann zur Freundschaft wurde, seltsamerweise kippte, bis zu der Vorstellung, dass die als Freunde 45 einmarschiert sind, das ist natürlich eine schöne Legende, aber wenn man sich das bloß ein bisschen überlegt, man führt keinen Krieg gegen Freunde. Öhringen heute und damals. Der Einmarsch der Amerikaner im April 1945 ist eine Befreiung vom Krieg. Der hat nun endlich ein Ende. Menschen, die an das Dritte Reich glauben, empfinden die fremden Truppen im Land eher als Niederlage. Die Brücke über die Orn in Öhringen. Ziehen die Amerikaner durch Hohenlohe, nachdem sie zuvor in Heilbronn in heftige Kämpfe verwickelt waren. Nirgendwo ist der Widerstand so erbittert wie in dieser Region, heißt es später. Das bezieht sich ja eigentlich eine ganze Spur von Zerstörung von Heilbronn bis Crailsheim. Ich denke, das ist diese besondere Situation, dass die Amerikaner in diesem total zerstörten Heilbronn hängen geblieben sind, fast 9 Tage. Das ist ja eigentlich der einzige Ort in Baden-Württemberg, wo es tagelang Häuserkämpfe gab. Die Amerikaner versuchten dann, dieses Aufhalten in Heilbronn durch eine Zangenbewegung auf Crailsheim zu umgehen und von Crailsheim dann in den Rücken der Deutschen zu stoßen. Das scheiterte aufgrund des doch überraschend heftigen deutschen Widerstandes bzw. der offensichtlichen Nichtmöglichkeit für die Amerikaner, entsprechendes Militär nach Crailsheim zu schicken. Kuriose Lage in Crailsheim. Die Amerikaner stoßen zuerst auf starken deutschen Widerstand und deren moderne Flugzeuge. Sie ziehen sich wieder zurück. Hatten sie nicht eine Wut auf die Amerikaner, dass die Crailsheim völlig in Schutt und Asche gelegt hatten? Zu diesem Zeitpunkt noch nicht, da war ja Crailsheim noch nicht zerstört. Zu diesem Zeitpunkt haben wir die Amerikaner wirklich als Befreier empfunden, der, wie sie sagen oder wie man sagen kann, der Hass auf die Amerikaner hat eigentlich erst am 20. April begonnen. Wir wussten ja, dass keine deutschen Soldaten mehr im Crailsheim waren und mussten nun erleben, wie Crailsheim buchstäblich in Brand geschossen wurde. Und wir haben das Haus erst verlassen, als das Haus über uns brannte, sind aus dem Keller raus und sind zum Krankenhaus geflüchtet. Das war das einzige Haus, das wir für geschützt hielten. Da war ja das Rote Kreuz drauf. Beim zweiten Einmarsch der Amerikaner, da gehe ich davon aus, dass überhaupt niemand mehr da war, der übergeben konnte. Der Bürgermeister, die Kreisleitung, der Standortkommandant vom Crailsheimer Flugplatz, die waren alle schon weg. Wer hätte das tun sollen? Die Bevölkerung hatte ja keine Information. Ich habe gehört von den Franzosen, dass die Amerikaner jetzt vor der Stadt sind. Da war sicher niemand mehr bereit und in der Lage, überhaupt das zu tun. Viele sind auch aufs Land gezogen, schon vorher geflüchtet. Es war keinerlei Organisation mehr in der Stadt. Ein einmaliger Vorgang in Deutschland. Die starken Amerikaner flüchten aus Crailsheim. Ihr zweiter Einmarsch 10 Tage später wird für die Stadt und ihre Menschen fürchterlich. Im Gedächtnis bleiben dennoch eher die Anekdoten hängen. Am nächsten Morgen, ich war damals, wie gesagt, 14 Jahre alt, war doch neugierig. Und da wurde während des Krieges ein sogenanntes
Ausstiegsloch für, als Luftschutzkeller gebaut. Und da stieg ich vom Keller ganz heimlich, niemand hat es bemerkt, auf einer Leiter hoch und habe ganz leise die Türe geöffnet und sah da raus, und das war gerade in der Morgendämmerung, werde das nie vergessen, und da lehnte ein amerikanischer Soldat an dem Vorbau, und ich habe nur gesehen, die Stiefel, die Hose, vielleicht bis kurz übers Knie, und da war für mich eigentlich als 14-Jähriger klar, der Krieg ist zu Ende. Am Ende ist auch Crailsheim, zerrieben zwischen den Fronten, zerstört von verteidigenden deutschen und überreagierenden amerikanischen Soldaten. Kamen die Amerikaner als Befreier? Ja, ja. Ich möchte, oder für mich war es so, dass die anfängliche Wut über die Bombenangriffe, dass die dann sehr schnell sich geändert hat. Wir sind endlich frei, wir können uns anders bewegen. Wie kann man sie befreien, wenn sie sich vorher nicht bedrängt fühlen? Befreien kann man sie nur, wenn sie bedrängt sind. Sie eingesperrt sind, und das waren wir ja nicht. Sicher, man war durch die Kriegs... Man war isoliert vom ganzen Ausland. Aber eingesperrt waren wir nicht. Ja, das Nachdenken, das kam natürlich nach dem Zusammenbruch dann erst. Und wie halt so viele gefallen sind und wie man gesagt hat, jetzt haben die alle ihre Heimat verteidigen wollen, und das war eigentlich sinnlos. Der Krieg erscheint immer sinnlos in der Nachbetrachtung. Der heutige Blick auf das Frühjahr 1945 ist zwiespältig. Freunde sind die feindlichen Truppen in Hohenlohe damals nicht. Allenfalls Kriegsbefreier und, wie der späte Blick zeigt, Hoffnungsträger. Wenn es eine Pflanze gibt, die derzeit in Mode ist, dann ist es der Bärlauch. Er